Jeder, der einen Mercedes-Benz hat, kennt dieses Problem mit dem Center Speaker. Der ist einfach zu laut gegenüber den Lautsprechern links und rechts, die da im Holz respektiv im Plastik eingebaut sind. Ich habe da diese Tage eine kleine Recherche organisiert und siehe da, ich habe ein billiges Mittel gefunden, um dieses Problem zu beheben. Bei eBay wurde ich dann fündig. Ich habe da eine Drossel gefunden, die wird in den Center Speaker eingebaut. Das Ganze kostet 29 Euro. Die Verpackung von dem Ganzen sieht dann so aus. Innen ist dann ein Kabel mit einem Widerstand. In der Beschreibung steht zwar eine Frequenzweiche, das ist aber kompletter Quatsch. Es ist nur ein Standardwiderstand, also eine Drossel, um den Ton, respektive die Lautstärke dieses Lautsprechers etwas zu drosseln, dass in links und rechts die Lautsprecher zur Geltung kommen. Mehr ist es nicht und mehr wird es auch nie werden. Das Kabel habe ich schon in Lillehammer verbaut, aber kein Thema. Ich werde das Ganze noch mal ernähren. Auseinandernehmen, um euch zu zeigen, wie schnell und wie rapid das Ganze vonstatten geht. In der Verpackung ist auch noch diese Beschreibung. Wie man sehen kann, ist mit Bildern. Also auch einer, der nichts mit Technik am Hut hat, kann hier sehr schnell auf seine Kosten kommen. Das ist, wie gesagt, nur ein einfacher Kabel mit passenden Anschlüssen dran, der einfach eingesteckt wird und gut ist. Hier ist dann der berühmt-berüchtigte Central Speaker. Da sind so einige Leute, die haben einfach davon den Kabel gezogen. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, da dieser Lautsprecher auch zum Notrufsystem von Mercedes gehört, würde ich da jedem dringend raten, die Finger davon zu lassen, wenn man keine Ahnung hat von Tuten und Blasen. Für mich persönlich ist der Mercedes Sprinter ein Buch mit 7 Siegeln. Man sieht ja, ich muss jetzt etwas hier räumen. Leider Gottes fehlen am Sprinter diverse Anschlüsse für 12 Volt und so weiter und so fort. Da hat man eben etwas gekabelt auf dem Armaturenbrett liegen. Das geht leider Gottes nicht anders. Normalerweise gibt es da speziell Werkzeug für diese Plastikteile der abzumontieren. Ich habe im Moment jetzt keine bei Hand. In Lillehammer, wie ich das Ding da eingebaut habe, hatte ich es auch nicht. Man kann natürlich so ein Messer nehmen und dann natürlich Vorsicht walten lassen. Wie man sieht, kommt jetzt schon. Dieses Ding hier runter. Leider hat Cartergo hier ein Brett verbaut, wo man sehr, sehr schlecht rankommt. Das ganze Ding hier bekommt man nicht runter. Macht aber nichts. Der Lautsprecher ist nur eingeklemmt in Gummihülsen. Und so hat man den ruckzuck raus. So, wie gesagt, das Messer ist das falsche Werkzeug dazu, aber in Lillehammer hatte ich auch nichts anderes. Und hier ist dann so, hier sieht man dann den Lautsprecher. Yeah.
Und hier ist auch, Moment, ja, haben wir den außen. Genau hier haben wir dann dieses Teil, das jetzt neu verbaut wurde. Hier ist ein Widerstand drin, wie gesagt, keine Frequenzweiche. Ist ein Widerstand, der den Ton dann etwas dämpft. Von diesem Lautsprecher mehr ist das nicht. Hier sind die festigen Anschlüsse. Und dann braucht man die nur drauf zu stecken. Und gut ist, ich werde die jetzt nicht runternehmen. Und hier ist der Anschluss vom Notrufsystem. Wie gesagt, nicht an den gehen, lasst er alles wie es ist. Ich werde das Ganze jetzt wieder einbauen. Das ist jetzt auch keine große Sache. Und im Grunde genommen wäre es das schon gewesen. Raketenphysik braucht man dafür nicht studiert zu haben, wie ihr seht. Das kann jeder selbst machen. Etwas Gefriemle im Endeffekt für alles wieder einzubauen. Man sollte auch aufpassen, dass man den Lautsprecher nicht verdreht. Sonst passt er nicht. Ich hatte ihn nämlich jetzt verdreht und schon passt er es nicht. Das kommt mal vor. Und für den Rest können wir uns jetzt etwas Radio gönnen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das über das Mikrofon hier hört. Auf jeden Fall, für meinen Zweck, es ist deutlich besser geworden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wärt. Tschüss, bye bye, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.